Hallo, ich bin's wieder, euer Herr Schuhu. Schaut mal, was hier alles liegt. Oh, und da hinten, da ist noch so ein Buch. Wisst ihr was? Ich habe nämlich heute jemanden, der wird uns was erzählen, was genau das hier eigentlich ist. Und heute, da geht es um den Kindergarten Bornhagen. Und jetzt bin ich total gespannt, wer hier eigentlich das alles aufgebaut hat. Werde ich doch gleich mal fragen. Hallo, wer sind Sie denn? Würden Sie sich kurz einmal vorstellen? Guten Tag und hallo, willkommen in der Runde. Ihr seid da, das ist schön, nun beginnt die Stunde. Erst einmal zur Ruhe kommen, öffnet eure Sinne. Hören, sprechen, singen und vor allen Dingen sich natürlich auch bewegen, laufen, tanzen, springen, Instrumente ausprobieren, Klänge und den Rhythmus spüren. Guten Tag und hallo, hier in dieser Runde. Ich wünsch euch und auch mir eine schöne Stunde. Ja, gerne. Hallo, guten Tag. Mein Name ist Irmhild Lauschke-Rutke. Ich bin freie Mitarbeiterin an der Musikschule Baunatal und ich komme im Rahmen des musikalischen Bausteins, den die Stadt Baunatal finanziert für die Kindergärten, seit 2017 hier jede Woche einmal in den Kindergarten und musiziere mit den Kindern. Oh, das klingt ja spannend. Jetzt würde ich ja gern mehr wissen. Ihr auch? Ich frag mal, was genau das eigentlich ist. Was genau machen denn die Kinder bei Ihnen? Ich habe vorhin schon mal so ein bisschen zugehört. Da war Musik zu hören und die Kinder hatten, glaube ich, ganz viel Spaß. Was genau war das denn? Ja, zuallererst denkt man natürlich, wenn man an Musik hört, an Singen. Also wir singen natürlich, wir lernen hier Lieder kennen, da lernt man die Sprache kennen, man lernt die Melodien kennen, man kann sich zu den Liedern bewegen, man muss die Lieder in einem bestimmten Rhythmus singen, damit es kein Durcheinander gibt. Das ist eine Sache, die man macht. Dann bewegen wir uns ganz viel. Das heißt, wir bewegen uns zur Musik. Wir hören auch Musik von der CD, wir hören auch Musik von meiner Flöte. Also wir bewegen uns dazu groß im Raum, wir bewegen unsere Hände und Finger dazu, weil das ja ganz wichtig ist, dass man das können muss. Oh. Wenn man ein Instrument lernen möchte, dann sollten das die Finger gut können. Und das sind so Sachen, die wir hier üben. Wir sprechen kleine Gedichte, kleine Reime. Heute haben wir zum Beispiel ein Klatschspiel gelernt. Oh, das klingt ja spannend. Hier zwei Kinder miteinander, die lernen einen Reim. Und dann kann man sich überlegen, wenn man sich gegenübersteht, wie man miteinander klatscht oder welche Bewegungen man macht. Und vielleicht kennen das ja auch einige Erwachsene aus ihrer Kindheit. Bestimmt. Also das ist eine Sache. Ja, habe ich schon das Tanzen gesagt? Nein, Tanzen habe ich vergessen. Ja. Ich habe ja schon gesagt, dass wir Musik von der CD hören. Mhm. Und dazu kann man natürlich schöne Tänze lernen. Oh. Das heißt, da tanzen die Kinder miteinander, in einem großen Kreis zum Beispiel. Ui. Oder in dem Raum. Das kann man sich dann überlegen, wie man das gerne hätte. Das ist toll. Und lernen die Kinder das dann auch alles auswendig? Müssen die das dann sich alles merken? Oder wie ist das? Ja, also die Kinder müssen sich die Lieder merken. Die müssen sich die Wörter, den Text merken. Mhm. Und die müssen sich auch die Melodie merken. Das ist ja toll. Die müssen sich zum Beispiel auch merken, wann ein Klatschen im Lied drankommt. Mhm. Dann können die das ja auch zu Hause mal mit ihren Mamas und Papas ausprobieren, wenn oder? Wenn die Kinder das richtig gut können, bringen die das ihren Papas und Mamas bei. Oh, das ist gut. Sehr gut. Okay. Gibt es jetzt noch irgendwas, was wir hier unbedingt noch von Ihnen wissen müssen, oder haben wir jetzt schon alles gehört? Ich glaube nicht, dass wir alles gehört haben. Sie machen ganz viel, oder? Ja, wir machen ganz das viel. Ist toll. Also ich kann es ja nochmal nacheinander aufziehen, um was es hier bei uns in diesen Stunden eigentlich geht. Das wäre klasse. Ja, das ist dann ein bisschen geordneter. Mhm. Es geht um das genaue Zuhören. Mhm. Es geht um das Sprechen und Singen. Es geht um die Bewegung,
Also große Bewegungen wie Laufen, Hüpfen, Traben, Galopplaufen zum Beispiel. Es geht um die kleinen Bewegungen mit den Armen, den Händen und den Fingern. Mhm. Und es geht darum, dass man das in einem gewissen Rhythmus macht, also kein Durcheinander, denn die Musik hat einen Rhythmus, mhm. fast alle Musik. Mhm. Und es geht darum, dass wir auch Instrumente kennenlernen. Okay. Das sind jetzt nicht die großen Instrumente wie Klavier und Gitarre und Trompete. Nein, das sind die kleinen Instrumente, die Kinder auch ganz gut in ihre Hände nehmen können. Mhm. Da sind zum Beispiel die Klanghölzer zu nennen. Das hört sich dann so an wie Klopfen. Mhm. Da ist die Triangel zu nennen, die klingt, die Zimbeln klingen. Wir haben heute zum Beispiel mit Klangbausteinen gespielt, die man im Bild sieht, mit einem Schlägel. Mhm. Diese Steine, diese Klangbausteine, die haben einen besonderen Ton. Mhm. Und da muss ich dann die Töne aussuchen, die natürlich zu dem Lied passen. Mhm. Sonst wird das cool. Mhm. Und da hatten die Kinder die schwere Aufgabe, mit dem Klangbaustein zum Lied zu spielen und dann noch ein Klopfen auf dem Boden zu spielen. Und das war gar nicht so einfach. Das glaube ich. Ja, und es ist auch so, dass man manche Sachen nicht sofort kann, sondern man muss das wirklich üben. Aha, wichtig. Ja, das ist ganz wichtig. Deshalb haben wir hier auch viele Übungen zum Rhythmus. Ne? Das heißt, wie man klatscht, tanzt und Instrumente spielt. Damit die Kinder das, wenn sie mal Lust haben, ein Instrument zu lernen, gut können. Super. Okay. Ja, super. Das klingt echt ganz toll. Und ich habe ja vorhin schon mal so ein bisschen von drüben zugehört. Ich glaube, die Kinder haben ganz viel Spaß. Nicht nur ein bisschen. Ich hoffe, dass das sehr. Das glaube ich auch. Ja, ich komme gerne in diesen Kindergarten. Und ich glaube, die Kinder warten auch jede Woche, dass wir Musik machen. Ja, das habe ich auch so gehört. Auf jeden Fall. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen noch ganz viele tolle Zeiten mit den Kindern. Ja, vielen Dank. Dankeschön. So, ihr Lieben, das war ja mal wieder spannend heute. Beim nächsten Mal, da gibt es dann wieder was anderes. Wahrscheinlich aus der Kita Birkenallee. Also, euch alles Gute, bis dahin, macht's gut, euer Herr Schuh.